Herzlich willkommen wieder bei Shisha TV, wieder mit mir Dominik und heute stelle ich euch den Tabak von Lajalina vor. Hier die Packung. Apple Cinnamon stelle ich euch heute vor. Der Tarek hat mir, wie viele? Warte mal, vier. Genau, vier Sorten hat er mir geschickt. Einmal Wildberry Mix, Wildberry Mint, sorry. Und dann einmal Blueberry. Und dann noch Juice Watermelon. Und dann eben halt diesen Apple Cinnamon. Ganz kurz Lichtverhältnisse. Ich habe jetzt mit meiner Kamera, mit meinem Handy die Taschenlampe angemacht, weil das mir ein bisschen zu spät jetzt war. Wir haben jetzt knapp 12:30 und ja, mein Licht ist hier ein bisschen dunkel und dann dachte ich mir, ja gut, mache ich das jetzt mal so an. Also es wird öfters mal einen Schatten geben und bla bla bla. Ne? Also auf jeden Fall jetzt zu dem Apple Cinnamon. Ich mache jetzt mal den Kopf fertig. Ich habe den hier schon vorbereitet. Der Tabak vom Schnitt her eigentlich relativ fein, ist okay. Kann man so lassen. Vom Geruch her riecht das so wie so ein Apfelmus mit, wenn man dann richtig viel Zimt reinhaut. Genauso riecht das eigentlich. So ein bisschen stärker natürlich, ne? Meistens so beim Tabak. Aber ansonsten ist es relativ gleich, ja. So, ich mache mir jetzt ein bisschen was von meiner Panzeralufolie ab. So. Muss mich ein bisschen beeilen, weil die Kohle schon relativ lang drauf ist. Ich benutze heute wieder eine normale Rundlochung bei dem Kopf. Der Kopf ist quasi eine Mischung zwischen einer Powerball und einem Vortex. Also quasi ein Vortex in groß. Wer den genauen Begriff weiß, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Ich habe mich jetzt nicht erkundigt, wie der genau heißt. Sorry, tut mir leid. Zack, 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 zack. Okay. Fertig. Alles klar. Jetzt setze ich den Tag drauf. Rauchen tue ich wieder mit der Aimee Deluxe AD009. Bekanntlich aus den anderen Videos. So, die Kohle ist aufgesetzt. Eben kurz absetzen. Jo. Also, die ist wirklich schön am Glühen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich setze jetzt gerade auf, rauche ein bisschen an und dann habt ihr euch das Ganze erspart. Ne? Okay, alles klar, bis gleich. So, da bin ich wieder. Angeraucht habe ich jetzt ein bisschen. Gar nicht mal lang, also 10 Züge circa. Raucht schon relativ gut. Geschmack her. Schwierig. Wenn man jetzt durch die Nase auspustet, merkt man diese Zimtnote, finde ich, relativ arg sogar. Ansonsten, dieser, schmeckt schon relativ wie der, also dieser Apfeltabak ist jetzt schon ein bisschen was Besonderes, würde ich behaupten, weil der schmeckt jetzt nicht wie die ganzen anderen Apfelsorten, sondern er schmeckt wirklich so apfelmusmäßig. Also das überrascht mich jetzt gerade. Und ich habe nämlich mir mal von Alvaja Gold, habe ich mir mal Gum Cinnamon geholt. Und ich glaube, ich habe mir einfach vom Gum-Tabak generell zu viel reingehauen und kann den halt einfach nicht mehr rauchen. Das schmeckt mir sofort nicht mehr, also ich mag den Geschmack einfach nicht mehr. Und hatte jetzt irgendwie Angst fast schon, den Tabak zu probieren. Aber ich muss sagen, danke Tarek, dass du ihn reingepackt hast. Ne? Er schmeckt gut, also er ist relativ natürlich gehalten, wirklich.
Rauchen tut er auch wunderbar. Ihr könnt es sehen. Also der Rauch geht klar. Und geschmacklich bleibt er wirklich so. Also es ist Respekt, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte schon, ich muss leider mal einen Tabak für mich geschmacklich halt meiner Meinung nach schlecht bewerten. Aber nein, leider hat es geschafft, mich überzeugen zu können. Also der Tabak schmeckt wirklich so natürlich, dass dieses Zimt auch nicht zu raussticht, aber es auf jeden Fall eine leichte Zimtnote hat. Und viele würden jetzt Zimt auch sofort mit Weihnachten natürlich in Verbindung bringen. Stimmt, ganz klar, würde ich jetzt auch sagen. Aber es schmeckt wirklich gut. Also kann man auch an wunderbaren Sommertagen bestimmt sehr, also mit einem kühlen Rauch, ne? Also mit so einer Eisversuche, die werde ich euch auch demnächst vorstellen. Mit sowas oder generell Eiswürfel in den Bowl kann man den Tabak sicherlich auch gut rauchen. Also müsst ihr jetzt nicht nur im Winter probieren. Also Fazit, leider Nina hat es geschafft, mich zu überzeugen, dass ich Zimttabak mag. Und diese Apfelnote ist halt wieder, wie gesagt, was ganz komplett was Neues irgendwie. Also das kannte ich bis jetzt so noch nicht. Und wie gesagt, hier nochmal ganz kurz zum Schnitt. Wie gesagt, er ist echt fein und sehr feucht. Also ihr könnt ihn jetzt nicht wirklich den sehen, den Schnitt, weil eben sonst überall Molasse ist. Also der Tabak ist sehr feucht. Ich hoffe, dass es so bleibt. Das waren jetzt 50 Gramm jeweils. Die hat er mir nämlich in so eine Dose jetzt eingepackt. Ich dachte nämlich am Anfang, er schickt mir Doppelapfel. Und das ist nämlich auch so ein Tabak, den ich jetzt eigentlich nicht so mag. Aber dann hat es mich gefreut, dass da eben vier verschiedene Sorten drin waren. Und die waren noch original eingepackt und alles. Ich habe es dann umgesippt, weil ich ja den noch probieren wollte. Und wenn man das immer wieder auf- und zupacken muss, muss nicht sein. Deswegen habe ich einen so kleinen Zipper reingepackt und die Aufkleber wieder drauf gemacht. Ne? Also, wie gesagt, schmeckt super, alles klar. Abonniert meinen Account und liked meine Facebook-Seite, Shisha TV. Und ansonsten viel Spaß mit dem Musiktipp. Und danke an Tarek nochmal für den Tabak und bis zur nächsten Folge. Das erste Mal am Mic und ab da hab ich meine Gefühle in Versen gezeigt. Aber vor ist in der Stadt, jeder hat mich ausgelacht. Die zeigten mit dem Finger auf mich, ich hab einfach drauf gekackt. Ich nahm die Musik nicht so ernst, aber dennoch war sie für mich da, weil sie wusste, wer ich bin, mir gezeigt hat, wer ich wirklich war. Vom 18. Lebensjahr war ich von Grund auf gefickt. Dachte, ich wäre Macker, wenn ich meine Freunde grundlos kick. Aber nein, ich wurde zerbrechlich in der Zeit. Das Leben rächte sich an mich, fand es erbärmlich zu weinen. Alles änderte sich, wurde zu einem Penner, der nur schreit nichts. Kam auf ein Nenner, einfach lächerlich der Scheiß. Jeder hat mich gehasst, weil ich ein Betrüger war, nichts weiter. Und langsam merkte ich, wie alles endet mit nem Scheißtag. Niemand konnte mich retten. Scheiß auf die Probleme, ich wollte immer nur rappen. Ja, stimmt, der Scheiß war nicht einfach. Ne lange Zeit meines Lebens war ich einsam. Hab ich Scheiße gebaut, wollt was geht auf die Schnelle, yeah.